Hey Leute, mein Name ist Wanza und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und Leute, frohes neues Jahr! Es ist endlich 2019 angebrochen und das ist das allererste Video im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare und natürlich, wie ihr Silvester verbracht habt mit Familie oder mit Freunden. Das würde mich sehr interessieren. Und übrigens, Leute, vielleicht hört man das an meiner Stimme. Ich bin immer noch erkältet. Ich habe ja Schnupfen und ich will jetzt nicht so lange darüber reden. Auf jeden Fall, Leute, will ich gar nicht so lange um den heißen Brei rumlabern, denn mir geht's echt nicht so gut. Auf jeden Fall besteht das Trio ja ursprünglich aus Glaciola, Felinara und Fuliburba. Und ja, letztendlich bleibt nur noch Fuliburba, genau, Felinara übrig. Und diese Tinbox wollen wir endlich aufmachen. Das letzte Mitglied von den Evolution Trio Tin, wie ich sie genannt habe, wird jetzt endlich aufgemacht. Und ich würde sagen, Leute, wir starten direkt durch und nehmen hier uns die Tinbox von hinten. Die sieht übrigens so aus, also auch wunderschön mit den Farbkombinationen Pink und Blau. Auf der Seite Felinara, das Pokémon TCG Logo, dann Glaciola, Fuliburba und hier nochmal ein paar Informationen, die auf jeden Fall so nicht richtig waren. So, hier könnt ihr auf jeden Fall das Video pausieren. Ich hoffe, ihr konntet alles lesen und ich würde sagen, Leute, wir starten direkt mit dem Öffnen dieses... Ah Gott, dieser Tinbox, ich krieg das gar nicht so gut hin, wie ich dachte. Und wir nehmen natürlich hier erstmal die Promokarte raus. Das Ganze legen wir mal kurz nach hinten hin und dann zeige ich euch mal die Felinara GX-Karte, die wunderschön schimmert. Also Leute, schaut euch diese bezaubernde Karte erstmal einmal an. Was ein Satz. So, es geht weiter. Wir nehmen hier nochmal dieses Plastikstück raus. Dann haben wir hier die Code-Karte. Dann ein Sturmamphirmament-Booster mit Logok. Ein weiteres Sturm am Firmament Booster, diesmal mit Rayquaza. Fuliburba auf dem Ultra Prisma Booster Pack. Und schon wieder ein Sonne und Mond und Fuegro Artwork. Schön, schön. Die tun wir mal nach hinten hin. Und dann würde ich sagen, sleeven wir hier die Promokarte ein. Sie nach hinten und dann machen wir auch eine schöne sinnvolle Reihenfolge. Machen wir doch einfach mal das. Okay, hier ist die Reihenfolge, wenn man das sehen kann. Wir machen zuerst Sonne und Mond auf, dann Sturm am Firmament zweimal und dann Ultra Prisma. Und ich würde sagen, Leute, wir starten direkt los mit dem Fuegro Artwork von Sonne und Mond Base Set. Ich bin sehr gespannt, was wir daraus ziehen werden. Ich hoffe natürlich, dass es etwas Gutes wird, wie die Secret Rare Ultra Ball Karte oder auch eine Full Art Karte, weil so welche zieht man nicht oft und ich hoffe natürlich, dass wir es können. So, da habt ihr den Code, den allerersten Code aus diesen Jahre. So, genau. Das ist der Kartentrick, der neue Kartentrick und dann starten wir auch direkt mit einer Finster Energie Karte. Fokussiert das? Ja, es fokussiert. So, die muss hier hin, ja. Dann haben wir ein Paras, Quapsel, Araquor, ein Evoli und ein Upsala, Velursi, das mir gerade aus der Hand fällt. Dann haben wir ein Pandir, Illima, Quatermag, Bundlebee als Reverse-Karte, als Reverse-Rare-Karte und zu guter Letzt ein Primarene leider nur. Schade, aber die Reverse Rare Karte mit Bundlebee drauf nehme ich natürlich mit. Die ist auch wunderschön. So, da konntet ihr die nochmal sehen. Glitzert auch ganz schön und dann geht es auch schon weiter mit dem Sturm am Firmament Booster Pack. Das allererste davon. Der Code für euch. Und hier der Kartentrick. Ich mache jetzt einfach mal 4 nach vorne, geht einfach schneller. Haben wir eine Finsterenergie, schon wieder. Sonnfüll, Lebenskräuter oder auch Vitalkraut eigentlich genannt. Haben sie das umgeändert? Ich weiß es gar nicht. Himmelturm, Schneckmack, Tarnhehl, Lavita, Valmar,
Dann haben wir ein Knofenser. Ich muss hier kurz die Karte nochmal aufheben, die runtergefallen ist. Oh, Regia ist als Reverse Rare Karte schon wieder. Und dahinter haben wir machen mal ganz langsam. Oh, vielleicht eine Holo. Es ist Groink. Reverse, genau. Regular Rare, schade. Aber Regia nehme ich natürlich mal wieder mit. Das ist ja auch nichts Schlechtes, so eine Reverse Rare Karte. So, da habt ihr die Karte nochmal. Weiter geht's. Sturm am Firmament, die zweite. Hier ist euer Code. Viel Spaß und viel Glück beim Einlösen. Und übrigens, Leute, danke, dass ihr dieses Video bis zu diesem Zeitpunkt geschaut habt. Hier ist übrigens der Code für die Tinbox. Viel Spaß und viel Glück beim Einlösen. So, diesmal eine Stahlenergie. Okay, hätte mich schon gewundert, wenn es schon wieder Darkness-Type-Energy wäre. Lanturn, Tausch, Krakelo, ein Perlu haben wir, Eneko, Luturzel, Samurzel und Tanheel. Volbeat diesmal als normale Regular Rare, Reverse Rare Karte. Nee, Reverse, mein Gott, heute vertausche ich irgendwie alles. Entschuldigt mich dafür und dort hinten ein Registeel. Und es geht weiter mit dem allerletzten Booster-Pack von Ultra Prisma. Also wenn da nichts Gutes ist, dann haben wir bis jetzt eine sehr solide Ausbeute, wenn man das so ausdrücken kann. So, das Booster-Pack hier geht auch recht einfach auf. Hier ist euer Code. Viel Spaß und viel Glück. Und dann geht es, wow, weiter mit einer Unlichtenergiekarte. Wer hätte es gedacht? Cognodon. Und ich habe mich gerade nochmal spoilern lassen. Ich hoffe, ihr habt das nicht gesehen. Kommandutan. Dann haben wir ein fehlendes Kleeblatt. Roselia. Cosmog. Chillast. Ein Electek. Dann haben wir ein Kikugi. Zenlong als Reverse Rare Karte. Das ist doch auch gar nicht so schlecht. Schimmert auch richtig schön. Und als letzte Karte haben wir ein Glaciola GX. Ach, komm schon. Das passt ja super gut zu unserem Evolution Trio Tins. Auf jeden Fall, ja, kennt ihr wahrscheinlich nicht den Kontext, wieso ich mich gerade über diese Karte ein bisschen aufgeregt habe. Aber Leute, diese Glaciola GX-Karte, die nehme ich trotzdem noch einmal. Ja, ich kann ja gleich einen kleinen Clip hier einblenden. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Wanza und heute gibt es ein Special-Video mit einem Special-Guest. Hallo! Und heute werden wir eine Art Pack-Battle machen. Oh Mann, ich habe schon die erste Karte gesehen. Ein Manaphy, ist das richtig ausgesprochen? Ja, Manaphy ist richtig. Ein Panflam, oh ja, das kenne ich auch. Eine glänzende. Eine glänzende. Ist es eine Rare? Nein, leider nicht. Nur eine ganz normale Magma Reverse. Und dahinter. Oh Mann, Glaciola GX. Ich würde sagen, dann habe ich die erste Runde gewonnen. Aber nun gut, wir haben insgesamt eine okaye Ausbeute bekommen. Zwei GX-Karten und zwei Reverse-Rare-Karten. Also da geht auf jeden Fall noch mehr. Aber Leute, vielleicht in den nächsten Videos. Ich mache hier jetzt mal den kleinen Recap. Und dann, ja, sehen wir uns wahrscheinlich auch in 2 Wochen wieder. Wir haben gezogen ein Regieis. Dann haben wir ein Bundlebee als Reverse-Rare-Karte. Felinara GX als unsere Promo. Und Glaciola GX als unsere Promo. Also hätten wir noch einen Folliburba gezogen, dann hätten wir das ganze Trio jetzt hier versammelt. Aber Leute, das war ein richtig tolles Opening, wie ich finde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch wieder mal Karten zu öffnen. Wenn euch dem auch so ist, dann könnt ihr auf jeden Fall eine Bewertung da lassen. Mein Name ist Wanza, bis zum nächsten Video und ciao!